Herzlich willkommen zu einem neuen Video und vor allem herzlich willkommen zu einem richtig tollen neuen Format, auf das wir uns mega freuen, das wir heute mit euch teilen wollen und das wir jetzt gerade neu ins Leben rufen. Und zwar, es ist das allgegenwärtige Thema, zumindest in unserem Leben, das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Das überdeckt in unserem Leben so gut wie jeden Lebensbereich und ja, wir wollen euch einfach mitnehmen in das Thema generell Mindset, persönliche Entwicklung, was ja Mindset ist, Money Mindset, Unternehmertum, Spiritualität. Und ja, da haben wir ein mega cooles Format, das wir jetzt starten, und zwar den Mindset Monday. Und da geht es jeden Montag so ein bisschen um die Themen, die wir zum einen schon in unserem Portfolio haben und zum anderen, die uns gerade jetzt beschäftigen und die wir unbedingt teilen wollen, weil sie einfach sehr wertvoll sind. Genau, und warum das Ganze? Warum ist das in unserem Leben so präsent? Warum ist das so ein großes Thema? Und warum denken wir auch, dass wir da was zu geben haben? Oder warum haben wir da was zu geben und wollen es mit euch teilen? Das erzählen wir euch jetzt einfach mal in Form von unseren jeweiligen Geschichten, damit ihr das vielleicht nochmal cool nachvollziehen könnt. Bevor wir jetzt aber zur Geschichte kommen, noch eine Eilmeldung. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder sagen möchtet, hey, ich will einfach nur eine gute Tat vollbringen, oder ihr sagt, hey, die Inhalte finde ich richtig geil, dann würdet ihr uns unheimlich supporten, wenn ihr unten ein Abo dalasst, irgendwo hier oder hier, und uns einen Daumen hoch gibt. Ja, das hilft uns einfach, Feedback zu bekommen und euch dann im Endeffekt noch mehr coole Videos von uns zu sehen. Und ich sage schon mal vielen Dank. Mein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und zu diesem ganzen Mindset-Thema, der hat mittlerweile vor mehr wie 7 Jahren oder so begonnen. Also schon ein halbes Jahrzehnt, was ganz cool ist, wie ich finde. Und der ist gestartet durch meine damalige Freundin. Die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Das hieß The Missing Link oder The Magic. Ich weiß nicht mehr, welches war. Ich habe beide in kurzer Zeit gelesen. Und es ging darum, wenn man sich aktiv ein Ziel setzt, daran glaubt und fühlt, wie wird das Ergebnis sein, wenn ich das quasi erreicht habe, dass es dann, sage ich mal, auf wunderbare Weise in Erfüllung geht. Und ich habe mir da eine Spülmaschine gewünscht in meiner Mietswohnung, weil ich war chronisch pleite, wollte aber unbedingt eine Spülmaschine und habe mir das aufgeschrieben und es ging darum, am Abend immer zu visualisieren. Also stell dir vor, du hast deine Spülmaschine, also es stand jetzt nicht in dem Buch, sondern stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht. Und es war dann tatsächlich so, dass mein Vermieter sich auf ein Gespräch mit mir geeinigt hat und wir uns in diesem Gespräch haben wir dann, sage ich mal, einen Deal gemacht, dass ich 7 oder 10 Euro so im Schnitt mehr Miete zahle und dafür bekomme ich eine Spülmaschine. Und dann war da diese Spülmaschine da zu einer Zeit, wo ich chronisch pleite war und mir nie eine Spülmaschine hätte leisten können. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, bam, das funktioniert. Irgendwas ist da dran, was funktioniert und ich gehe da rein. Und dann neige ich manchmal zum Extremen und bin jetzt irgendwo an einem Punkt, 7 Jahre später, wo ich bestimmt 2.000 bis 4.000 Stunden, ich kann es gar nicht sagen, in Persönlichkeitsentwicklung gesteckt habe, in Form von Seminaren, Bücher, YouTube-Videos, Coachings, und stelle einfach fest, dass ja, wenn man einfach so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach so lebt wie ein Selbststudium, das Spaß macht bei freier Zeiteinteilung, kann man sich einfach dieses Leben quasi erschaffen, was man will. Und ja, jetzt, wie gesagt, 7 Jahre später sind wir so weit, dass wir nächstes Jahr unseren großen Traum vom Vanlife erfüllen und einfach unterwegs reisen werden. Und unser Einkommen geht immer mehr in die Richtung, dass wir nicht mehr auf einen Arbeitgeber angewiesen sind. Und es hat einfach alles da drin angefangen, einfach mit dieser, sag ich mal, emotionalen Intelligenz, weil in der Schule war ich nie wirklich der Oberbringer, was diese Inhalte angeht, aber trotzdem bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, boah, ich bin glücklich und ich bin erfolgreich. Das Thema, was mir am meisten Kraft gerade gibt, ist dieses Thema, wie schaffe ich es von diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Ziele und so weiter, einfach in die Kraft zu kommen, in die Energie zu kommen und wirklich sagen, hey, ich bin glücklich, ich bin aber auch liebevoll mit mir selbst, ich bin aber auch straight und schaffe es einfach, diese Punkte zu vereinen und gehe einfach einen coolen Weg in Richtung Erfolg und Fülle. Und da möchte ich euch mitnehmen, das möchte ich gern mit euch teilen.
Bei mir hat die ganze Geschichte noch mal früher angefangen als beim Fabian. Um Fabians Maßeinheit herzunehmen, sind es bei mir mittlerweile fast 2 Jahrzehnte tatsächlich. Das habe ich aber nicht bewusst entschieden, sondern da bin ich quasi reingezogen worden durch meine Eltern, die sich damals entschieden haben, ein Business zu starten, aus dem Grund einfach mehr Zeit für die Familie zu haben und freier zu sein, selbstbestimmter zu sein und sich auch eine gewisse finanzielle Last zu nehmen. Und Teil dieses Businesses ist es einfach, sich weiterzubilden. Ich glaube, der Fabian hat es schon mal in einem anderen Video angesprochen, es gehört irgendwie in jedem Business, in jedem Unternehmertum dazu, dass man sich persönlich weiterentwickelt, weil die Persönlichkeit einfach eine sehr, sehr wichtige Stellschraube dabei ist. Und da ja das Ziel von meinen Eltern war, mehr Zeit mit uns Kindern zu verbringen, sind wir halt einfach immer mitgekommen zu den Seminaren. Und so kam es eben sehr früh, dass ich bei Zlatko Sterzenbach war, dass ich bei einem Christian Bischof war und da einfach sehr, sehr viel mitnehmen durfte. Ich habe das Ganze aber natürlich noch nicht bewusst wahrgenommen und auch noch nicht verstehen und richtig bewusst integrieren können, aber es hat sich trotzdem natürlich positiv auf mein Leben ausgewirkt. Und so bin ich halt damit aufgewachsen. Für mich war das ganz normal, dass Persönlichkeitsentwicklung ein Thema ist, dass man Bücher liest, die einen weiterbilden. Und irgendwann habe ich mich eben bewusst dafür entschieden, habe das nicht nur mitbekommen, sondern wirklich da aktiv auch danach gesucht und habe da so meinen Weg gefunden. Habe vor allem gemerkt, dass ich nicht so den klassischen Weg gehen möchte, den viele meiner Schulfreunde und Schulkameraden gehen wollen, dass ich nicht so in das Angestelltenverhältnis gehöre, dass ich auch nicht einen passenden Studiengang oder einen passenden Ausbildungsweg für mich finde, weil ich da einfach irgendwie ein bisschen anders ticke, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Dann gab es aber mal einen Punkt, da habe ich so gemerkt, okay, ich weiß wahnsinnig viel, der Fabian hat das gerade schon angesprochen, er hat auch wahnsinnig viel Wissen sich angeeignet und ich habe aber gemerkt, das Wissen ist halt nicht alles. Also nur weil ich rational weiß, wie das Ganze funktioniert, heißt das nicht, dass das in meinem Leben schon den Unterschied macht, sondern ich muss es wirklich umsetzen. Und es gab einfach Momente, wo ich super frustriert war und super mit mir gehadert habe, weil ich mir gedacht habe, was ist denn los? Ich weiß es doch. Ich weiß doch, was ich machen muss. Ich weiß doch, wie es geht. Warum verändert sich es denn nicht? Warum ist es denn nicht so, wie ich es haben will? Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit so einen Punkt gehabt, da hat es nochmal so richtig Klick in meinem Kopf gemacht. Also wie gesagt, ich habe es immer verstanden, dass ich das auch umsetzen muss, aber ich habe es nochmal auf einer anderen Ebene einfach verstanden. Es war jetzt einfach nochmal tiefer in mir drin, dass ich einfach da wirklich aktiv dran gehen darf, das auch liebevoll machen darf, dass ich mich einfach auch nicht dazu zwingen kann, irgendwas zu machen, sondern dass das ganz sanft und liebevoll und für mich passieren darf. Und dieser Schalter hat sich jetzt einfach vor kurzem bei mir umgelegt und da bin ich total dankbar dafür, weil ich jetzt diese Reise nochmal ganz anders angehen kann. Und das ist für mich gerade mein Hauptthema. Ich möchte euch da gerne mitnehmen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass man Impulse bekommt, dass man sein Leben verändern will, theoretisch auch weiß, wie es geht. Und dann kommt der Alltag dazwischen, dann kommen Glaubenssätze dazwischen und das zieht einen ganz schnell wieder runter. Und das ist normal und das gehört dazu. Und deswegen möchte ich euch gerne ein bisschen auf meine Reise da mitnehmen und glaube, dass das ganz, ganz vielen auch dabei helfen kann, das für sich umzusetzen. Und das ist gerade so mein Herzensthema, da in die eigene Kraft zu kommen, weil es ist wahnsinnig kraftvoll, das selber in der Hand zu haben und es zu erkennen, dass man das selber in der Hand hat. Das möchte ich einfach gerne weitergeben. Ihr seht, wir haben ganz viel, was uns bewegt, was uns wichtig ist und was wir mit euch teilen wollen. Wir haben einige Themen, über die wir ganz konkret sprechen wollen, die wir mit euch teilen wollen, wo wir schon voll den Plan haben, voll die wichtigen Themen für uns auch und wo wir glauben, da ist Mehrwert drin. Wir lassen es aber auch auf uns zukommen tatsächlich und werden auch sehr spontan schauen, hey, was ist für uns gerade präsent und worüber wir uns auch wahnsinnig freuen, ist, wenn ihr einfach in die Kommentare schreibt, was für euch ein interessantes Thema wäre, was euch bewegt, wo ihr vielleicht gerne mehr drüber hören wollt oder wir vielleicht irgendwie auch cool so dadurch in den Dialog gehen können. Das würden wir natürlich auch sehr schätzen und auch sehr gerne darauf eingehen. Was wird denn unser erstes richtiges Mindset Monday Video? Unser erstes richtiges Mindset Monday Video wird ein Game Changer. Und zwar verraten wir euch, wir haben auf dem Seminar gelernt, wie man es einfach schaffen kann, auf eine ehrliche, authentische und liebevolle Art mit jedem Menschen einfach eine Beziehung aufzubauen und so dieses Eis zu brechen. Und das finde ich so wertvoll und es war ein echt heftiger, heftiger Gamechanger für mich. Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen und in diesem Sinne sehen wir uns nächsten Montag.